Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator, meine Damen und Herren. Und ich habe mal wieder ein bisschen was verändert, wie man sieht. Wir haben hier so eine kleine Hofauffahrt jetzt hier. Ich habe die Dinger hier weggemacht, was hier vorher war, weil das hat ein bisschen genervt, wenn man hier das Gras oder Heu oder was ich was hier unterbringen wollte. Deshalb haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz für alle Sachen. Und wir sind auch schon ein Jahr weiter. Im Mai. Wir müssen noch ein bisschen warten auf den Raps. Der ist nämlich erst im Juli fertig. In der Zwischenzeit habe ich Zuckerrüben auch angepflanzt. Denn wir fahren da mal hin. Ich habe ja hier meinen Glas hier dabei. Hier habe ich noch mal eben so ein bisschen was, wo man sich hinsetzen kann, nur damit hier überhaupt was steht, ne? So. Freunde, denn wie man sieht, habe ich die Zuckerrübenfabrik wieder gebaut. Das musste sein. Und ich habe die beiden Felder hier zusammengelegt, damit wir ein großes, schönes Feld für Gras haben. Hier ist also jetzt die Zuckerrohrfabrik. Die arbeitet auch schon, die läuft gerade. Kann man mal gucken, da ist nicht allzu viel drin, weil ich ja nicht so viel hatte. Deshalb habe ich auch wieder welche angebaut. Und wie man hier sieht, haben wir auch ein neues Silo hier für Silage. Das habe ich etwas größer genommen. Das hat auch Gründe, die werde ich dann später erzählen. So, was wir aber heute in dieser Folge machen, ist die ganzen Bäume, die da hinten stehen, abholzen. Ich muss aber mal gucken, weil ich weiß nicht, ob ich so in den nächsten Monat gegangen bin. Wir stellen jetzt mal den Trecker hier wieder zurück. Oh, auf dem Bildschirm gucken. Wir können auch stehen lassen, die Wolle ist egal. Ich wollte gerade sagen, wir können auch die Wolle einmal abholen, aber das ist, glaube ich, gar nicht nötig. So, was gibt's denn noch? Also, ich habe noch ein paar Geräte verkauft, die wir nicht brauchen. Ein paar Traktoren. So. Den Cerion hier, den musste ich mal reparieren, aber ich habe im Moment natürlich nicht so viel Geld, weil wir machen keinen Plus. Wir decken gerade so die Kosten von allen Sachen. Der ist nämlich ein bisschen kaputt, wie man sieht. Der zieht auch nicht mehr so gut. Ich habe aber ein paar Traktoren verkauft, wie zum Beispiel den Fast Track hier, den zweiten. Hier stand ja ein zweiter, den haben wir verkauft. Kartoffeln habe ich auch verkauft, die Seite, wo wir hier noch welche drin waren. Bisschen haben wir noch. Müssen wir gucken, was wir damit machen. Ich weiß nicht, ob man damit auch die Schweine füttern kann. Das könnte ich ja mal nachgucken. Schweine. Tatsächlich, kann ich auch Kartoffeln nehmen. Dann benutzen wir das für die Schweine oder wenn wir mal wirklich mal wieder Geld brauchen. So, hier ist Raps angebaut. Hier sind jetzt Zuckerrüben angebaut. Hier ist jeweils Gras. Und hier ist auch nochmal Raps. Das habe ich mir auch nochmal gegönnt, das Feld hier. Deshalb haben wir auch im Moment so wenig Geld. Und in dieser Folge wollen wir ja ein bisschen Holz sammeln. Deshalb werde ich jetzt unseren Holzsammler hier nehmen. Wir haben auch schon wieder ein paar Möbel dazu bekommen. Das Problem an der ganzen Sache ist bloß, deshalb ist es eigentlich dumm, dass ich hier anfange. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Schreinerei, die wir haben, die nimmt gar nicht so viel Holz entgegen. Und die andere Schreinerei auf der Karte, da kann ich auch nicht so viel verkaufen, weil die auch schnell voll ist. Deshalb müssen wir einmal gucken, wie wir das machen. Hier rechts seht ihr nämlich noch, ich habe noch einen ganz vollen Anhänger und das ganze Holz liegt da auch noch. Bedeutet, wir müssen einmal gucken, wie wir das machen. Ich fahre jetzt erstmal den auseinander und dann legen wir da gleich schön Holz hin. So, ich mach den schon mal auf. So, dann einmal so und einmal, wie ging das nochmal? So und
genau so. Erstmal gucken, wie hier alles wieder funktioniert. So machen wir das. Und dann drehen wir den und dann fahren wir da gleich ran. Aber das machen wir erstmal nicht, weil wir müssen erstmal unseren LKW, und hier sehen wir auch schon, das ist das zweite, was ich gemacht habe, denn große Nachfrage beim Einkaufszentrum, da könnte man die Möbel verkaufen, theoretisch. Muss ich mal gucken. Vielleicht machen wir das gerade mal, weil, wie schon gesagt, hier ist das neue Lager, was ich habe. Hier können wir alles drin einlagern. Das wird dann auch angezeigt hier. Das war mir nämlich wichtig. Das hat bei der anderen Mod nicht mehr funktioniert, deshalb habe ich das jetzt hier. Hier ist schon genug Wolle drin und Eier habe ich da auch ein paar reingebracht. Oh, Zucker. Zucker verteilt er aber weiter. Ich frage mich, wohin er das verteilt. Also verteilt alles schon mal weiter. Weil sonst packt er das immer gleich wieder raus hier hin. Ich will das ja im Lager drin haben. So, Honig habe ich hier schlauerweise gleich drauf gesetzt. Dann wird das gleich eingelagert. Und wir haben uns ein neues Familienmitglied, will ich mal sagen, gegönnt. Und zwar den MAN hier. In Chicken Rot. Mit einer Wechselbrücke. Das heißt, ich kann, weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, einfach abhängen, oder? Genau. Guck mal. Die ist sogar gekühlt. Das heißt, wir können hier lange Fahrten machen. So. So. Jetzt müsste ich ja eigentlich nur Ö drücken, richtig? Macht er wieder nicht. Okay, dann liegt es nicht an den Möbeln. Ich habe da wieder irgendeinen Fehler drin anscheinend. Letztes Mal hat es geklappt, wo ich dann die Dings geändert habe. Fahrzeug heben und senken bringt auch nichts, oder? Ich habe da ja keine Ahnung von. Das ist ja komisch, dass es wieder nicht funktioniert. Vielleicht ist Öl auch in Benutzung, vielleicht liegt es daran. Ich muss nochmal gucken. Palette aufladen. Habe ich noch irgendeine Taste? Zusätzliche Taste, die von... Ich weiß es nicht. Normale Europaletten. Ah, guck mal. Ich denke mal, es lag daran, dass irgendeine andere Sache auch von... Ne, zu. Auch benutzt wurde von der Steuerung. Dann mag er das irgendwie nicht. Dann brauchen wir einfach nur hier drüber fahren. Und er packt es automatisch ein. Jetzt wollen wir mal eine andere Sache gucken. Und zwar, wie kriegen wir das Zeug hier wieder raus? Haben wir noch Möbel, ist die Frage. Haben wir hier Möbel? Wir haben hier ein paar Möbel. Dann müssen wir den Ausgangsmodus, und zwar auf behalten. Genau, dann packt er die nämlich so dahin. So. Das muss ich natürlich wieder ändern, damit er die wieder im Lager lässt. So verteilen können wir nämlich nicht. Dann klappt das jetzt nämlich auch mit den Möbeln. Es war einfach nur wieder die Belegung, die ich nicht gespeichert habe. Das muss ich mir jetzt mal merken. Weil dann beim nächsten Mal funktioniert es wieder nicht, wenn man es nicht speichert. Ganz wichtig. Gut, wahrscheinlich werde ich das alles rausgeschnitten haben. Deshalb belasse ich es jetzt einfach mal weiterhin. Ach guck, jetzt kann er die auch so schön da mitnehmen. Gucken wir uns gleich mal an. Ist voll. Ja, schön hat er das jetzt nicht da reingehauen.
Theoretisch könnt ihr die doch auch noch da reinkriegen, oder? Will er aber nicht. Ja, will er nicht mehr. Okay, dann müssen wir theoretisch zweimal fahren, aber will ich gar nicht. Wir müssen jetzt schnell zum Einkaufszentrum. Ich habe nämlich auch die Zeit höher gestellt, dass die Zeit schneller vorbeigeht, damit wir ein bisschen mehr Druck haben auch. So, hier, wir haben jetzt diese schönen dynamischen Blinker hier auch dran. Das ist natürlich sehr schön, wenn man sich das mal anguckt hier. Schick, schick, schick. So, eventuell können wir dann unseren Xerion auch reparieren. Ich fahre da mal rückwärts ran. So, kann man in den Spiegeln überhaupt was sehen? Tatsächlich kann man da was sehen. So, einmal wieder gerade und dann zurück. So, und verkaufen. Mal gucken, wie viel das bringt. Ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat, der Xerion. Das war aber jede Menge. So. So, die anderen zwei Möbel sind mir jetzt gerade egal. Die können da drin bleiben. Ich gucke jetzt erstmal, ob der Xerion repariert werden kann. Das wäre ganz schön. So, Moment. Ja, mal rüber. Ist schon ein geiles Ding. Ich habe auch die Gewichte hinten weg gemacht, weil dann kann man die Kabine nämlich auch drehen. Das hatte ich ganz vergessen. Und dann einmal gucken hier. Was kostet es? Bisschen zu viel. Also noch können wir den nicht reparieren. Gut, dann würde ich sagen, wir reparieren nächste Folge dann. Wir reparieren. Kümmern uns um das Holz in der nächsten Folge. Da können wir nämlich auch noch was verkaufen und dann können wir den auf jeden Fall reparieren. Denn wir haben ja noch Holz, was wir theoretisch nicht brauchen, und ich werde die ganzen anderen auch verkaufen, weil die Schreinerei braucht so wenig Holz. Die ist halt effizient in Sachen Holz. Kriegen wir viele Möbel raus. Ah, ich kriege die jetzt nicht. Doch, kriege ich gerade aufeinander. So halbwegs. So, dann stelle ich das mal wieder runter. Da wären sogar noch ein paar Möbel gewesen. Ist eigentlich dumm, die jetzt nicht zu verkaufen, weil eine große Nachfrage ist. Aber es ist mir auch egal, ehrlich gesagt. So. Viel wichtiger ist jetzt erstmal ein bisschen Holz zu machen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich schließe mal hier noch alle Tore. Mal schnell rüber gerannt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir die hässlichen Bäume da wegmachen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.